Hier am Ort ist ein Gericht, noch schlimmer als die Femen, wo man nicht erst ein Urteil spricht, das Leben schnell zu nehmen. Hier wird der Mensch langsam gequält, hier ist die Folterkammer, hier werden Seufzer viel gezählt als Zeugen von dem Jammer. Der Aufstand der schlesischen Weber von 1844. Darum geht es in Gerhard Hauptmanns Drama Die Weber. Das Stück provoziert. Wenn wir es auch nicht kriegen, das dreistige Vieh. Arm soll er werden! Arm soll er werden! Wie eine Kirchenmaus! Der Staat ist geschockt. Im Namen des Königs wird Hauptmanns Stück verboten. Elend und Aufstand der unterdrückten Weber soll auf deutschen Bühnen nicht zu sehen sein. Dieses Stück wurde verboten. Grund war der, dass man eine soziale Aufruhr erwartet hat. Das war eine Thematik, dass man so das soziale Elend auf die Bühne brachte, dass man das eigentlich unerhört fand. Es steht zu befürchten, dass die kraftvollen Schilderungen des Dramas einen Anziehungspunkt für den zu Demonstrationen geneigten sozialdemokratischen Teil der Bevölkerung Berlins bieten würden. Nämlich der Deins. Immer drauf. Die Zensoren haben Angst vor Ausschreitungen, denn die Lebenssituation der Arbeiterfamilien am Ende des 19. Jahrhunderts ist immer noch schlecht. Drangvolle Enge in den Wohnungen, katastrophale hygienische Bedingungen, Wohnen und Arbeiten in einem Raum. Hier hilft kein Bitten und kein Flehen, umsonst ist alles Klagen. Gefällt's euch nicht, so könnt ihr gehen, am Hungertuche nagen. Nun denke man sich diese Not und Elend dieser Armen, zu Haus oft keinen Bissen Brot, ist das nicht zum Erbarmen? Gerhard Hauptmann stammt aus Schlesien, einem Zentrum des Weberhandwerks. Um für Die Weber zu recherchieren, reiste er in seine Heimat.